Hallo ihr Lieben, endlich ist es Sommer und es ist Freitag und damit natürlich Zeit für eure Fragen. Diese Woche kommt sie von Maria. Ich lese vor. Sie schreibt, hallo Frau Wenzel, ich habe häufiger Augenzucken. Mein Lid zuckt, obwohl ich gut geschlafen habe und auch nicht sonderlich gestresst bin. Was kann die Ursache hierfür sein und was kann ich dagegen machen? Liebe Grüße, Maria. Liebe Maria, es ist so, auch wenn du dich vielleicht nicht so sonderlich gestresst fühlst, dass trotzdem muskulär eine gewisse Anspannung da ist. Und deswegen würde ich auf jeden Fall einen Versuch starten mit Magnesium. Ich empfehle sehr gerne das Magnesium Phosphoricum als Schüsslersalz, Nummer 7. Das bekommst du in der Apotheke. Da löst du 10 Tabletten in einer Tasse mit kochend heißem Wasser auf, rührst mit einem Plastiklöffel um und wenn es Trinktemperatur hat, trinkst du es so ein bisschen in kleinen Schlucken. Und einmal am Tag genügt meist, aber ruhig 3-4 Tage am Stück, bis du wirklich merkst, dass das Zucken weniger wird. Eine zweite Ursache könnte sein, dass das Auge etwas zu trocken ist. Hier helfen Euphrasia-Augentropfen. Das ist der Augentrost. Die träufelst du einfach mehrmals am Tag in das Auge. Das regeneriert sich sehr schön. Der Feuchtigkeitsfilm baut sich wieder auf. Und es ist kein Reiz für das Lid da, zu zucken, um das Auge zu schließen. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Alles Liebe, eure Melanie Wenzel.